Hallo Christine, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor. Ich bin Christine Wendt, ich bin promovierte Physikerin und habe mein Diplom 2011 hier an der Uni Magdeburg gemacht. Und wann wusstest du, dass du Physik studieren möchtest? Ich habe lange Zeit überlegt, wie viele Mädchen habe ich zuerst an die Geistes- und Sozialwissenschaften gedacht und habe dann geschaut, welche Karrieremöglichkeiten habe ich, was sind die Verdienstaussichten und habe dann entdeckt, dass was Naturwissenschaftliches doch eher in die Schiche hineingeht, die ich gerne machen möchte. Und wie war dein erster Eindruck von der Uni Magdeburg, von Magdeburg überhaupt? Der war sehr gut. Also ich komme aus der Region, ich kenne also den Ort schon mal. Und bevor ich hier mein Studium angefangen habe, habe ich ein Praktikum gemacht, in dem mir die Fakultät für Physik gezeigt wurde. Und während der Schulzeit gab es auch schon mal die Möglichkeit, die Uni zu besuchen, sodass ich also genau wusste, worauf ich mich einlasse. Christine, was ist denn deine schönste Erinnerung an das Studium hier bei uns? Wenn ich ehrlich bin, die Semesterferien, da ich während meines Studiums schon meine beiden Kinder hatte, die damals klein waren und ich die Zeit dann während der Semesterferien mit ihnen genießen konnte. Ja, was machst du jetzt beruflich? Jetzt bin ich am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, am Nationalen Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme in Kochstadt, das ist ja auch nicht weit weg von hier. Und da bin ich tätig als Abteilungsleiterin in der Abteilung Projekte und Querschnittsthemen. Und gibt es etwas, was du aus der Uni mit in den Job nehmen konntest? Ja, man weiß nie, wozu das, was man gelernt hat, denn noch gut sein kann. Bei mir war das Quantencomputing, das hatte ich damals in einem Seminar gehört und dachte, ach naja, das kannst du bestimmt beiseite legen, das brauchst du garantiert nicht wieder. Und im letzten Jahr hat mich dann eine Projektanfrage aus diesem Themenbereich ereilt und da war ich dankbar, dass ich das im Studium gehört hatte. Jetzt sind wir hier in der Universitätsbibliothek. Wie fühlt sich das an, nochmal hier zu sein? Ach schön, es hat sich vieles getan, als ich hier damals angefangen habe. Da war die Universitätsbibliothek ganz neu. Und man hat dann noch die Teppichböden eingelegt, damit es nicht so schallt. Dieser Oropax-Automat, den gab es ganz früher auch noch nicht. Also hat sich schon was verändert. Was hast du früher hier gemacht, gelernt, gearbeitet, geschrieben? Also vor allen Dingen habe ich vor Semesterstart mich erstmal reihenweise mit Fachbüchern eingedeckt, damit ich dann gut vorbereitet in Semester starte. Und dann habe ich hier auch ganz viel Literaturrecherche für zum Beispiel die Diplomarbeit gemacht. Ja, und wenn du einen Tipp an die Studierenden Interessierten, an die Schüler und Schülerinnen rausgeben könntest, was wäre der? Also ich würde sagen, sucht euch eine kleine Universität, weil ich die Erfahrung gemacht habe mit eigenen Studenten, die ich in Abschlussarbeiten betreut habe, dass dieser höhere Betreuungsschlüssel an kleineren Universitäten einfach dazu führt, dass die Studierenden besser vorbereitet und ausgebildet sind und damit besser auch die Aufgaben im Leben dann bewältigen können. Ja, danke schön, Christine. Danke für deine Zeit. Danke.